Ne, Naturin schon wieder dran. Es ist schon wieder soweit. Ich werde heute schon wieder eine Wanderung machen mit Übernachtung. Mit hier, schon wieder mit Marvin vom Kanal Marvcon TV. Und hier, Marvin hat schon wieder eine Sprachnachricht gesendet. Die hört sich so an. Alexa, wie wird das Wetter heute in Bremerhaven? In Bremerhaven, Bremen, beträgt die Temperatur aktuell minus 3 Grad Celsius bei teilweise sonnigem Himmel. Der heutige Wetterbericht sagt eine starke Bewölkung voraus, mit einer Höchsttemperatur von 0 Grad und einer Tiefsttemperatur von minus 8 Grad. Das hört sich gut an. Und deswegen werde ich heute mehrere Pullovers anziehen und Jacke und so eine Sachen. Marvin wird später auch schon wieder einen Winterschlafsack für mich, also seinen zweiten Winterschlafsack für mich mitbringen, weil ich habe ja keinen. Und hier, und wir haben uns geeinigt, dass ich gleich zum Bahnhof Seeholzbrück hinlaufe, dann mit dem Zug bis nach Bremen-Burg fahre. Und dann treffe ich mich dort mit Marvin, wenn ich dann in Bremen-Burg angekommen bin. Und wenn das passiert ist, dann fahren wir weiter bis, ich glaube, Bremerhaven oder so. Ich glaube Bremerhaven. Und von dort aus machen wir eine Wanderung bis nach Wrehm oder wie diese Ortschaft heißt. Und dann sollte dort ein Lost Place sein. Und dort werden wir dann pennen. Bei diesen kalten Temperaturen. Und hier, ich werde dieses Mal mit einem internen Mikrofon filmen. Das heißt, das könnte sein, dass Windrauschen zwischendurch kommt. Weil meine Schraube ist locker. Und zwar die Schraube von meinem externes Mikrofon, die ist abgeflogen beim letzten Mal. Die habe ich verloren gehabt und ich habe keine Ersatzschraube, um das befestigen zu können. Also sprich, ich kann jetzt momentan mein externes Mikrofon nicht befestigen an der Kamera. Und ich muss zum Baumarkt hinlaufen, um mir eine neue Schraube zu holen. So, ich werde jetzt meinen Wagen hier runterbringen. Mit meinem Rucksack, mit meinem Billig-Tracking-Rucksack und dann das Ganze dran montieren und wenn ich dann fertig bin, dann Wanderung, dann zum Bremen-Seewaldsbrück hinlaufen, Start kommt. So, jetzt Wanderung, Start kommt. Also erstmal bis nach Bahnhof Seewaldsbrück hinlaufen. Und hier, man sieht, hier ist überall Schnee und sowas. Und ich habe hier in Bremen noch nie so viel Schnee gesehen. Weil ich glaube daran, aufgrund dieser ganzen Abgasen, ist hier die Luft normalerweise immer wärmer. Das spürt man total, dass die Luft hier schlechter ist und wärmer. Boah, jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier weggerutscht. Aber jetzt erstmal diesen urinriechenden Bahnhof Seewaldsbrück ankommen. So, ich bin jetzt bei diesem urinriechenden Bahnhof Seeholzbrück und jetzt dort eindringen. Ich bin eingedrungen. Warte, es riecht nach Urin. Und jetzt diesen schweren Scheißwagen hier hochschieben. EC. So, ich werde jetzt in diesen Kackzug einsteigen. So, ich bin hier in Bremen-Burg angekommen. Und jetzt, wo ich hier in Bremen-Burg angekommen bin, Marvin suchen und finden. Hier, guck mal, da ganz hinten ist Marvin. Hier, ich habe Marvin gefunden. Und jetzt gleich hier nach Bremerhaven hinfahren. Genau. Warten, bis zukommt und dann von dort aus Wanderungsstart kommt. Hier, wir sind heute nicht nur zu zweit unterwegs, sondern wir sind zu dritt unterwegs. Moin, moin. Oh, ey, guckt euch an, wie dieser versiffte, dreckige Zug hier herbeifährt. Jetzt steigen wir hier ein. So, wir sind hier in Bremerhaven Lehe angekommen. So, wir sind jetzt aus diesem Bahnhof rausgelaufen.
Und jetzt hier Einkaufsladen suchen und finden, um gleich Bier und noch mehr Sachen kaufen zu gehen. Guck mal da, hier, wir haben den voll verschmierten Real gefunden. Jetzt werden wir dort Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. So, ich war jetzt gerade bei diesem ranzigen Real drin gewesen. Und hier, ich habe das hier gekauft. Und jetzt passe ich auf unsere Wagen auf, weil die anderen beiden sind jetzt einkaufen. Und währenddessen ich jetzt gerade auf diese Wagen aufpasse, werde ich jetzt erstmal diesen ganzen Einkaufswageninhalt in meinen Wagen hier reinpacken. Ich glaube, genau das mache ich jetzt. Und hier, das hier, das ist der zweite Schlafsack von Marvin. Der hat er mir schon wieder ausgeliehen für diese Nacht heute. So, erstmal frühstücken. So, jetzt hier, erstes Bier trinken. Prost. Und jetzt Wanderungsstart kommt. So, ich habe mir gerade neues Bier aufgemacht. Und jetzt laufen wir nach da lang. Das machen wir jetzt. Hier, wir sind auf der auf einer Brücke drauf. Wir laufen über so eine Brücke. Also da, wo hier Autos und sowas langfahren. Da laufen wir jetzt gerade rüber. Fast geschafft. Ich habe gerade gepinkelt und jetzt sind wir noch weiter am Bier trinken, weil ich habe noch mehr Platz im Morgen. Deswegen geht das. Bier Power! Ich habe gerade Bier Power gemacht. Guck mal, mein Rad eiert. Dieser Rad eiert auch. Der dampft sogar, der ist voll warm und so. Richtig kuschelig, ey, richtig geil. guck mal, wie das da hinten aussieht. Wisst ihr, wie das da hinten aussieht? Das sieht aus wie so ein Hafen oder sowas. So sieht das aus. Da sind wir gerade. So, hier. Wir laufen jetzt diesen Deich hier hoch. Weil hinter diesem Deich ist dieser Nordsee oder wie das heißt. So, da ganz hinten, das ist die Nordsee oder wie das heißt. Und da hinten, da sind diese Schiffshafen. Ja, so sieht das aus. Das ist Schiffshafen mit. Wo ganz viele Container und so weiter rumgeschoben werden. Das ist da hinten. Oh, da hinten ist Nordsee. Und weil hier langsam hier Sonnenuntergang kommt, also du. Ja, weil jetzt. Und weil jetzt langsam Sonnenuntergang kommt, kommt gleich Dunkle. Das heißt, weil gleich Dunkle kommt. Müssen wir gleich Licht machen. Hier, Dunkle ist gekommen. Und wie heißt das doch mal? Das ist hier voll nebelig hier vorne. Das heißt, weil hier voll nebelig ist, kommt ganz viel Luftfeuchtigkeit. Und deswegen ist das hier kälter und so weiter. Hier, ich habe meine neue selbstgebaute Lampe hier an meiner Kamera jetzt dran gemacht, weil meine andere Filmleuchte wegen der Kälte. Mir ist aufgefallen, dass das wegen der Kälte einfach nicht funktioniert, dass der nicht richtig angeht. Meine andere Filmleuchte. Und jetzt habe ich gerade diese Filmleuchte dran, die ich selber gebaut habe. Und hier, mein Rucksack, der glänzt und so weiter. Seht ihr das? Da kommt Eis dran und so. Marvins Kamera sieht hier so aus. Mit Mikrofon. Sieht schön gefrostet aus. Deine Kamera sieht auch nicht viel besser aus. Ja, ich weiß. Wir sind hier in diesem Lost Place angekommen. Das sollte so ein alter Militär-Dings sein. So, das hier ist ein Lost Place. Dieser Militärgebäude.
Und hier werden wir heute pennen. Irgendwo hier auf diesem Gelände. Hier. Ey, hier ist eine voll fette Badewanne. Das hier, das ist so ein Raum. Mit ganz alten hier Küchendingens, Spülmaschine und eine Mikrowelle. Oder was das ist, oder Backofen. Das hier ist bis 2004 abgelaufen. Dieser Multivitaminsaft, der noch voll ist. Wir sind jetzt gerade hier in diesem Raum. Und hier in diesem Raum hier werden wir heute rumpennen. Und hier. Guckt euch mal diese Eisbrocken an, aber ein Rad. Mein Rad ist voll vereist. Das hier, das ist Pierre. Und er macht hier Instant-Nudeln. Und weil mir irgendwie kalt ist, werde ich gleich einen Kaffee machen. So ein ganz warm. Ich glaube, das mache ich gleich. Oder jetzt. So, und jetzt erstmal Kaffee machen. Als erstes diese Spreitflasche, wo hier nicht Spreit drauf steht, sondern Spiritus. Das werde ich jetzt hier reinmachen. So, und jetzt mit einem Sturmfeuerzeug hier rein brennen. So, und darauf, dass es anfängt zu brennen, hier diesen Scheißtopf hier drauf machen. Und jetzt Wasser hier reinkippen. Und jetzt hier ein Kaffeepad hier reinschmeißen. Und jetzt diesen Deckel hier drauf machen, damit das schneller kocht. Und jetzt warten, bis Blasen kommen. Guck mal hier. Wir sollten heute 18 Kilometer gelaufen haben. Jetzt werde ich diese Aufzeichnung pausieren. Und dann hoffe ich, dass die Aufzeichnung morgen weitergeht. Und nicht dann auf einmal plötzlich beendet und speichert. So, hier, Wasser kocht. Das heißt, weil Wasser kocht, kann ich hier das hier ausmachen. So, und jetzt in diesen Kaffeepad hin und her rühren und dann warten, bis braun kommt. Und wenn das dann braun da ist, da kann man das irgendwann trinken. Und hier, Marvin, der ist jetzt gerade am Essen machen. Kohlrabi schneiden. Das heißt, nachdem ich so ein paar Schluck vom Kaffee getrunken habe, also nachdem das hier brauner geworden ist, dann kann ich das trinken. Da werde ich irgendwann auch hier meine Kohlenrouladen warm machen. Und es zu fressen mit diesen vergammelten Brötchen hier. Die werde ich dann zum Dippen benutzen. Läuft. So, hier Kaffee ist braun genug. Und ich habe meinen Kaffee von diesem Topf hier hier reingefüllt, damit ich dann viel früher mein Fressen kochen kann. Und hier in diese Tasse habe ich auch schon was reingefüllt. Voll Kaffee. Und ich kann jetzt hier dieses Weiße für das Kaffee reinmachen. Und hier ein Würfel Zucker. So. Und jetzt ein bisschen umrühren. Und jetzt ist Kaffee fertig. So, jetzt werde ich diese fertigen Kohlrouladen machen. Erstmal diesen Topf hier draufstellen. Und jetzt. Ach ja, stimmt, das habe ich vergessen zu sagen, das brennt schon. Und jetzt das hier aufmachen. Und jetzt diese fertigen Kohlrouladen hier reinstellen. So, und dabei muss man ganz viel mit Gabel umrühren, damit das nicht klebt. Und da, glaube ich, läuft das schon.
Guck mal, langsam Blasen kommen. Das heißt, dass mein Fressen gleich fertig ist. Sprich, ich werde es einmal probieren, wie das schmeckt. Ob das warm genug ist. Ich glaube, ich habe das gerade gekostet und ich glaube daran, dass das warm genug ist. Das heißt, weil das warm genug ist, werde ich das hier jetzt ausmachen. Und darauf, dass ich das ausgemacht habe, würde ich sagen, Fressen ist fertig. Ach nee, ich habe gerade noch mehr gekostet. Und das Fressen ist doch noch nicht fertig. Da sind noch hier, wie heißt das nochmal? Kalte Stellen dran. Die nerven mich, deswegen habe ich das schon wieder drauf gemacht. Und dann warte ich, bis das alles noch viel wärmer wird und so weiter. So, jetzt, jetzt ganz viele Blasen kommen. Und jetzt kocht das richtig. Und weil das richtig kocht, gehe ich davon aus, dass das fertig ist. Und dass ich das jetzt fressen kann. Und darauf, dass ich das jetzt fressen kann, kann ich erstmal das hier ausmachen. Und jetzt, weil ich das hier ausgemacht habe, kann ich das jetzt fressen. Das ist noch zu heiß. Ja, das fährt der Zug von Bremen aus, ja. Das ist schön. Das ist schön? Die Kohlrouladen schmecken scheiße. Ich habe nämlich aufgefressen. Und jetzt werde ich die letzten Reste von diesen Billig-Kohlrouladen von meinem Topf entfernen. Meinen urinfarbigen Lappen. Hier, guck mal. Wir haben das hier angemacht. Sowohl ich als auch hier Marvin und Pierre. Und zwar, das haben wir hier so gemacht, weil es ist hier schlecht, Feuer zu machen. Und deswegen benutzen wir das, um uns so ein bisschen warm zu halten. Das war mit dem Wein so ganz da so macht irgendwie. Und die Hände so. Und dann kommt mehr warm. Das bringt's. Und vorhin hatte ich diese beiden Seiten ein bisschen zu dicht am Feuer dran gehabt. Und dann ist sie, und dann ist das hier weggeschmort, so ein paar Haare von mir. Das hat gebrannt. Und hier, weil das heute so kalt ist, werden wir jetzt unser voraussichtlich letztes Bier aufmachen. Prost. Oh, das ist fast eingefroren. Ja, so nimmt voll. Und dann nimm mal so 3-4 Schlücke, Alter, und die wird auf einmal so kalt. Natürlich. Ich habe mich schon wieder an diesen Spirituskocher verbrannt. Und zwar hier meine Haare, die sind schon wieder weggeschmolzen davon. Und Stink kommt. Also diese hier. Die sind weggebrannt. Ein bisschen Haaregeruch. Das kommt vom Bierstinken. So, wir haben unsere Schlafplätze aufgebaut und jetzt werde ich euch unsere Schlafplätze zeigen. Und zwar hier auf dem Boden schlafe ich. Ich hatte mir zwar überlegt gehabt, hier zu schlafen, aber hier liegt zu viel Vogelscheiße. Und deswegen habe ich keinen Bock, hier zu schlafen. Und das könnte auch vielleicht nass und kalt sein auf dieser Matratze, auf diesem Sofa. So, und hier, das hier, das ist Marvins Schlafplatz. Mit diesem fetten Schlafsack. Und hier, das ist Piers Schlafplatz. Auf dieser Bank. So übernachten wir heute. So, hier, wir gehen langsam schlafen oder so. Gute Nacht bis morgen. Guten Morgen, man ist auferstanden. Und hier, gleich Kaffee kochen, umschauen und dann später irgendwann Sachen packen und dann weiter zugelaufen.
Ah ne, Zähne putzen vorher auch noch und Kaffee trinken. Aber erstmal guten Morgen Restbier von gestern trinken. Aber ich würde morgen auch essen, weil ich finde schon Bier, das war so kalt. Alter. Und jetzt, hier, wie heißt das nochmal? Kaffeebeutel, also nicht diese Pads, sondern dieser Pulverkaffee, das hier reingießen und jetzt umrühren und jetzt erstmal Kaffee trinken. Hier, ich habe heute in Marvins ausgeliehenen Schlafsack gepennt und nach ein paar Stunden bin ich frierend aufgestanden und dann musste ich pinkeln gehen. Und beim Pinkeln gehen ist mir dann eine Idee eingefallen. Und zwar dachte ich mir, dass ich mal einen anderen Schlafsack, den ich auch noch dabei hatte, meinen Sommerschlafsack, dass ich den anziehe und dann mit diesem Schlafsack in Marvins ausgeliehenen Schlafsack reingehe, dass ich mit zwei Schlafsäcken pennen tue. Und das hat gut genützt, also das hat geholfen, nicht zu frieren. Und da konnte ich gut schlafen. Und hier, ich hatte noch meine Decke, hatte ich auch noch dabei gehabt. Also eigentlich als Kopfkissen, aber der war ganz gut, um hier den Kragen rumzukriegen. Und jetzt habe ich eigentlich ganz gut geschlafen, nachdem ich auf diese Idee gekommen bin. Und hier, ich glaube, am Ende des Videos werde ich euch hier Temperaturen zeigen. Irgendwo ausgeschnitten von irgendeiner Webseite oder so. Weil keine Ahnung, wie viel wir es hatten, aber ich glaube, ich habe irgendwas von bis zu minus 9 Grad oder so gelesen gehabt. Gestern. So meinte ich das. Und zwar, ich habe meinen Sommerschlafsack nachträglich hier in diesen Marvins ausgeliehenen Winterschlafsack reingepackt und mich einfach in den Ballen eingelegt. Und dann hat das geklappt, dass ich nicht frieren tue. Weil davor war es zu kalt und hab gefroren gehabt. Weil ich glaube, diese Komfortzone, also Komfort von diesem Schlafsack war, glaube ich, bei minus 1 oder so. Und vielleicht extrem minus, weiß ich nicht, habe ich vergessen. Ich glaube. Marvin? Wie waren die Werte nochmal vom Schlafsack? Kommt hier unten drauf. Ja. Hier unten. Sieht man nicht mehr richtig. Ja. Max plus 4, Komfort minus 1, Extrem minus 17. Okay, das hast du richtig gesagt. Also Komfort minus 1 und Extrem minus 17. So, ich habe gerade Zähne geputzt und jetzt zeige ich euch eine Toilette. Hier vorne ist eine Toilette. Ich habe euch eine Toilette gezeigt. So, und jetzt bin ich wieder zurück. So, und jetzt mein Schlafplatz hier reinmachen. So, hier, die Sachen sind gepackt. Müll ist auch schon gepackt. Die Wagen von den anderen, der hier und dieser hier, die sind auch fertig. Das heißt, jetzt zum nächsten Bahnhof hinlaufen, Start kommt. Und, Scheiße, hier, wie heißt das doch mal? Dieser Eis von gestern, was an meinem Rad dran war, der ist immer noch dran. Das heißt, ich kann ihn immer noch nicht so richtig schieben. Das ist voll scheiße. So, hier. So sieht dieser Lost Place jetzt im Tage hinauf. Tagsüber. Ja, von draußen aus. Und da drüben in diesem Gebäude, da haben wir gepennt. Also nicht da drin, sondern dahinter irgendwo.
Da haben wir gepennt. Dahinter ist ein Eingang und da war unser Zimmer, unser Schlafzimmer. Und jetzt weiter zu gelaufen. Guck mal, wir haben hier einen sauberen Gehweg gefunden. Und darauf, dass wir einen sauberen Gehweg gefunden haben, werde ich erst mal ein Bier trinken. So, weil Marvin später nochmal arbeiten muss, werden wir hier in Vremen in die Bahn einsteigen. Und wir sind jetzt gerade in Vremen. Das heißt, wir laufen bis zum Vremen-Bahnhof, um dort in den Zug einzusteigen. Das machen wir. Aber erstmal Mülleimer suchen und finden, damit wir diesen schweren Müllsack, Sack mit Müll drin, für die ganzen leeren Bierflaschen und so weiter, wegschmeißen können. Nee, wir haben einen Mülleimer gefunden. Hier mit deiner noch? Ja. Und hier von diesen ganzen Schieben und so weiter ist dieser Eis hier weggebrochen von meinem Rad, also von diesem Rad, wo Gummi schon längst ab ist, der die ganze Felge fährt. Das heißt, der kann endlich rollen. Das finde ich gut. So, und wir sind jetzt hier in diesem Bahnhof von Vremen und warten auf den Zug. Und wenn Zug kommt, dann später umsteigen in Bremerhaven. Und wenn wir dort umgestiegen sind, dann wieder zurück nach Bremen fahren. Laut Komoot sind wir gestern und heute insgesamt 20,3 Kilometer gelaufen. Aber da ich gestern nochmal von mir zu Hause bis nach Bahnhof Sewaldsbrück gelaufen bin, das entspricht rund 2 Kilometer, rechne ich das doch dazu. Und ich werde wohl später, wenn ich dann in Bremen Sewaldsbrück wieder zurückgefahren bin, werde ich nochmal von dort aus zu Fuß nach Hause laufen. Also sprich, für mich sind das insgesamt 24 Kilometer dann. So, wir sind im Zug eingelaufen und jetzt erstmal bis nach Bremerhaven rumfahren. Das machen wir jetzt. So, wir sind hier in Bremerhaven Hauptbahnhof angekommen und hier steigen wir um. Und jemand hat mir eine Maske gegeben. Der meinte, dass so ein Stoff heutzutage nicht mehr erlaubt sei oder so. Bei Zügen oder Hauptbahnhöfen. Bahnhöfen meine ich jetzt. Und das war mir vollkommen neu gewesen, weil ich so gut wie gar keine Medien konsumiere. Also nur ganz wenige höchstens. Das wusste ich doch gar nicht. So, der Zug ist angekommen. Und jetzt hier einsteigen. Bierbauer. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, jetzt aussteigen. Wir sind noch nicht in ich bin noch nicht in Bremen-Sewaldsbrück. Wir müssen noch hier in Bremen-Burg umsteigen und danach hier ein bisschen abwarten, bis der nächste Zug kommt und dann nach Sewaldsbrück hinfahren. So, hier, wir sind hier an diesem Bahnhof Bremen-Burg. Marvin ist schon weg, sein Bus da fuhr viel früher. Wir müssen noch ein bisschen auf den Zug warten, um bis nach Bremen zu fahren. Und hier langsam Dunkle kommt. Guck mal, unser dreckiger Zug kommt an. Jetzt werden wir hier eindringen. Jetzt bin ich falsch rumgelaufen. Ich bin ausgestiegen, ich bin jetzt in den Bahnhof Sewaldsbrück. Jetzt zu Fuß nach Hause laufen.
So, ich bin jetzt aus diesem Bahnhof ausgelaufen und auf dem Fußweg nach Hause. Die letzten, ja, etwas unter 2 Kilometer hier. Und ich habe irgendwie Bock auf Döner. Das heißt, auf dem Weg nach Hause werde ich mir gleich nochmal einen Döner kaufen gehen und den dann halt zu Hause ganz genüsslich verspeisen. So, hier, da drüben ist Dönerladen. Und jetzt werde ich erstmal Döner kaufen gehen. Und dann werde ich nach Hause laufen. Ich würde sagen, weil ich nicht weit von zu Hause bin, würde ich sagen, man sieht sich gleich, wenn ich gleich wieder zu Hause angekommen bin. So, ich bin jetzt gerade wieder zu Hause angekommen und ich habe mir einen Döner gekauft. Und darauf, dass ich das jetzt gemacht habe, werde ich noch ein letztes Bier trinken. Geprost. So, und jetzt werde ich Bier trinkend diesen Döner hier fressen. So, das war voll cool Tour gewesen, mit ganz viel Schnee und Frost und Eis und kalt und Minusgraden und Frieren und so weiter. Aber es war trotzdem voll cool gewesen und muss man nochmal machen. So, ich werde jetzt die Temperaturen von dieser Quelle hier jetzt einblenden, damit ihr sehen könnt, wie viel kalt wir das hatten. So, ich werde jetzt dieses Video beschneiden gehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin. So, jetzt wird ein bisschen Bartöl, Bart pflegen. Ganz wichtig, damit der nicht stinkt. Becken mit Scheiße dran. Ich habe ganz viel Scheiße gefunden. Bier trinken. Oh, fuck.